Hallöchen und willkommen zurück. So, wir reisen. Ich würde sagen, als erstes zum Turm. Und mal gucken, ob wir in der Bibliothek die Dings, was wir gefunden hatten, ob wir das abgeben können. Ach, das ist hier gar nicht. Wir können erst ab hier wegreisen. Na gut. Dann ist das so. Ja, kommt mal hier nach unten, Leute. Ruppizuppi. Auf zum Turm. So. Turm des Ozeans. An die Spitze. 23 Stunden Reisezeit. Dann sollten wir auch Nachricht haben von unserer Schicksalsbinder-Kollegin, die wir angeschrieben haben. Ich hoffe, dass die sich meldet. 24 Stunden stand ja da, dass das dauert. Ja, haben wir. Du hast ein Sendschreiben von Schicksalsbinderin Myotis erhalten. Bezüglich der Türme. Delui, erinnerst du dich an deine Ausbildung bei Bleeden Mark? Ich erinnere mich an meine. Eigenartig, du und ich. Wir sind ungefähr ein Jahrhundert auseinander, aber für Bleeden Mark sind wir alle Kinder. Nun bin ich das älteste Kind des Gerichts und ich habe in meiner Zeit viel gesehen. Vielleicht ist es das Beste, dass alle vermuten, ich sei alt, harmlos und es wert, in den Archiven herumzuschlurfen. Inspizierte man mich zu genau, würde Thunon sicherlich feststellen, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter nachgelassen habe. Mit ein Grund, warum ich da bin, wo ich bin. Ich bin nie aufgefallen. Du scheinst das Gegenteil zu machen. In mancher Hinsicht konntest du nichts dafür. Dir wurde die Ehre zuteil, Kyros Edikt zu verkünden. Zweimal. Dies abzulehnen hätte den sicheren Tod bedeutet. Aber es anzunehmen hieß, sich auf die Bühne zu begeben und von allen gesehen zu werden. Kyros mächtigste Waffe ist nicht das Edikt. Es ist ihre Fähigkeit, uns das Seil zu reichen, das wir uns nur zu gerne um den Hals wickeln und uns damit hängen. Vergiss das nicht. Dein Anschreiben beinhaltet so viele Fragen, da was liegt dir am meisten am Herzen? Nach den Türmen fragen. Ein Tag. Aber das ist ja bald wieder da. So, mein Freund. Wie steht es um deine Forschung? Ich möchte, dass du etwas erforscht. Ach, ja. Ach, stimmt. Das war das mit den Rekruten. Aber wie heuere ich Rekruten an? Das ist mir nicht ganz bewusst. Wenn ich ehrlich bin. Die hier, mit denen kann ich auch nicht reden. Turmarbeiter, kann ich die nicht als Rekruten engagieren? Nee. Scheiße. Skill-Lehrer, Meisterlehrerin. Die Unterricht in Grabeslicht beherrschen und Illusion beherrschen erteilt. Was sind Meisterlehrer, Händlerin? Ein großes Angebot an seltenen magischen Schriftrollen. Skill-Lehrer. Ja, das sind ja jetzt auch keine Rekruten. Wenn mir jemand sagt, wie ich das mache, dann sagt mir ja wieder keiner. Scheiße, ey. Lernen.
Wollen wir hier alle lernen. Kennst du das Sigil bereits? Ach, Jesus Christus, das ist echt scheiße hier. Kann ich auch nicht fragen, ne? Ich übersehe bestimmt irgendwas. Keine Ahnung. Velo ist ein Schreiber und Wissenssucher, der regelmäßig Schriftrollen für weitere Forschung. Vielleicht sind die da. Den könnte ich ja mal anstellen. Velos erscheint, wenn du das nächste Mal zur Bibliothek reist. Arzneirezept. Artefakt. Gegenstände erforschen. Da habe ich. Hätte ich ja alles für. Forschung, Arzneirezept, ja. Und zwei Rekruten bräuchte ich. Das sind ja hier Rekruten gewesen. Großen Angebot. Eine Händlerin. Ist vielleicht nicht schlecht, hier auch eine Händlerin zu haben. So, dann reisen wir mal kurz nach unten. Annehmen. Und dann reisen wir wieder nach oben. Dann müssten die beiden Rekruten ja da sein. Und vielleicht ist es das dann, was die von mir wollten. Ja. So. Ja. Forschen. Deine Rekruten sind beschäftigt, Arzneirezept zu erforschen. Okay, super. Sehr nice. So. Zeig mal, was du zu verkaufen hast. So, und dann werden wir mal unsere Sachen los. Hm. Sowieso hier diese ganzen Waffen, die wir alle nicht brauchen. Erstmal alles ohne Umrandung reinschmeißen. Gibt schon richtig viel Knaster, ne? Siegel des Lebens regenerierend und Grabesleuchten. Habe ich jetzt alle? Ne, hier noch. So. Können wir den Stab noch weghauen. Bronze-Axt. Guck mal, wie viel das bringt, ey. Handel. So, dann... Stab der Titanen behalten wir nochmal. Das eiserne Großschwert kommt weg. Kaiserliches Eisenflakter. Aversion. Groß-Axt. Der Großbogen. Darmschlitzer. Unaufhaltsame Kraft. Naja, es sind zwei Handdings. Der Wurfspeer auf jeden Fall. Das ungebrochenen Schild, das ist nicht so gut. Ja, der geringe Stab. Den behalten wir. Bronzeschwert des unwirksamen Landes. Bronzeschwert des unwirksamen Landes. Wurfdurch. Eisenaxt. Geschmähten Schild.
Ja. Lederschild. Wurfspeer. Wurfspeer. So reicht hin. Können wir handeln. Jetzt haben wir Kohle. So, was haben wir denn hier? Alter, wie teuer ist das denn bitte? Asche. Alter Schwede. Exquisit, eleganter Stab. Jesus Christus, das ist natürlich mal. Ich lese gerade, muss mal vergleichen hier. Mit Frostschaden. Oh. Ich glaube, wir warten noch mit dem Kauf eines neuen Stabes. Was ist eigentlich mit dem... Einrüstung von Angriffen durchdrungen, wenn kritischer Treffer ausgeführt wird. Ein passives Dings. Gut, das müssen wir irgendjemanden anlegen noch auf jeden Fall. Wie viele Vorräte haben wir denn? 8. Dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal rasten. Entschlossenheit. Was machen die hier? Plus Gesundheit. Immunität gegen Vergiften. Das können wir aber Barrick hier mal geben. Entschlossenheit. Das ist nicht schlecht. So, und obwohl Barrick konnte den hier auch ganz gut gebrauchen. Was war das? Immunität gegen Vergiften. Ja, das kann sie ja nehmen. Okay. So, wir haben auf jeden Fall 7 Dings. Die können wir hier noch auf die Leute verteilen. Er hat keine mehr. Er hat noch 2. Er hat jetzt 7. Er hat noch 5. Er hat 2. Ja, das reicht doch erstmal hin. Jaspis. Blutstein. Könnte man auch noch alles verhökern. Ruinierter Helm. Ruinierter Helm. Ja, verhökern wir das hier nochmal. Was ist das hier eigentlich andere? Heißt das, die brauche ich gar nicht? Dass ich alle da reinsetze. Wie es aussieht, ist das hier nicht zu gebrauchen. Kleine Flasche. Kann an einen Händler verkauft werden, okay. Das ist echt nur... Ah, warte, da wollte ich jetzt mal gucken, ob das hier auch... Nur... Ja, nice! Nice Scheiß, ja, da haben wir ja jetzt ja richtig, richtig Schotter. Da lohnt es sich ja fast, doch den Stab zu kaufen. Ich glaube, ich kaufe den.
Auch wenn er das Grabesleuchten nicht hat. Diese Schriftrolle enthält einen magischen Akzent, der die Genauigkeit eines Zaubers außergewöhnlich stark erhöht. Die hat aber nur Akzente, ne? Ja. Auftreten-Skill. Diese Kette wurde... Nur Sirin kann diesen Gegenstand ausrüsten. Wer ist Sirin? Keine Ahnung. Kaufe ich das jetzt oder nicht? Ist schon arg teuer, ne? Aber ist natürlich auch... Ich weiß nicht. Graveslicht beherrschen, Magierstab. Blitze beherrschen, 51. Eines Charakters Zauber zu wirken und zu kontrollieren, die das Sigil des Blitzes verwenden. Schockstab, ob das... Also Schmettern finde ich eigentlich fast noch besser. Wegen das nimmt sich alles nichts. Die Reichweite nimmt sich auch nichts. Wenn wir den Stab der Geisterbeherrschung verkaufen, kriegen wir auf jeden Fall 25 nochmal wieder. Allerdings kostet der natürlich ein Eisenstück und... Drauf geschissen. Drauf geschissen, oder? Wir holen uns den. Ich finde den geil. Ja. Der hier wird gleich verkauft. Und hier das Schwert. Kann man auch noch gegenrechnen. Siehst du, der kostet nur noch. Dann fallen wir nicht mal unter zwei Dings. Komm. Handel. Nice. 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 Finde ich richtig gut. Inventar? Guckt euch den Stab an. Ist ja wohl der Hammer. Ist ja wohl der Hammer der Gerechtigkeit. Nice. So. Mal kurz rasten. Um uns den Bonus zu holen. Zu sichern. Von hier. Nice. So, und unser neues Dings, die standhafte Abzeichen. Verleiht Verbündeten in der Nähe Entschlossenheit und einen erhöhten Widerstand dagegen niedergeworfen oder zurückgestoßen zu werden. Dieser Effekt verstärkt sich mit wachsenden Ansehen des standhaften Abzeichens. Das ist ja nice. Finde ich gut. Finde ich gut. Gut, dann haben wir das jetzt alles erledigt. I got it. I got it. Und dann können wir, glaube ich, loslegen, ne? Speichern mal komplett neu. Weltkarte. Herne Esse müssen wir. Dann reisen wir da mal hin. 17 Stunden. Habe ich jetzt alles gemacht, was ich machen wollte? Ja, ich glaube schon. Da kann man natürlich jetzt noch überlegen, kauft man sich noch bessere Akzente, die zum Beispiel Genauigkeit viel mehr erhöhen oder die dann die Intensivität erhöhen. Genug Geld hätten wir jetzt, aber komme was wolle, ich glaube, wir werden diesen Pfad bereinigen nächstes Mal. Oh, wir haben schon das Sendschreiben von Schicksalsbinderin Myotis. Vor 20 Folgen oder so, wo ich nicht sicher war, gehen wir nach Herne Esse, nach der Einnahme des ersten Turms, oder gehen wir Richtung Westen und machen diese eine Nebenquest da. Da hätten wir ein ganzes Lager ausrotten müssen. Das hätten wir, glaube ich, auch nicht geschafft zu der Zeit. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass wir es schaffen. Und das müssen wir auf jeden Fall noch machen. So, wir gucken uns... Also das werden wir als nächstes, glaube ich, auf jeden Fall angehen. Bezüglich der Türme. Grüße, Delui. Du hast recht. Auf ganz Terratus befinden sich Türme. Die genaue Verteilung dieser Monumente ist das Thema vieler verschiedener Debatten und Spekulationen. Aber zwei Fakten treffen anscheinend auf alle zu. Die meisten Türme stehen in der Nähe von Altmauern. Dein Turm des Berges ist die Ausnahme von der Regel.
Und in fast jeder Kultur, die bereits vor Kuros existierte, ranken sich lokale Geschichten um die Erbauer dieser Türme. Ich glaube, das Stufenvolk macht die älteren Königreiche für den Bau der Türme und Altmauern verantwortlich. Aber niemand weiß es mit Sicherheit. Und natürlich wird die Herkunft der Türme dort, wo Kyros die wahre Kultur gebracht hat, in guter Gesellschaft nicht ausgesprochen. Das Folgende solltest du wissen. Erstens, die Türme sind arkane Magneten. Ein konstantes Feld von magischer Energie umgibt einen Turm. Wenn du dir ein magisches Meer vorstellst, das über unsere Welt ruht, scheint es so, als würden die Türme diese Magie wirbeln und aufwühlen. Und somit bewirken, dass sich ein Zauber, der selbst mit bescheidenem Aufwand gewirkt wurde, mit enormer Auswirkung materialisiert. Zweitens, und meiner Meinung nach ist das sehr aufschlussreich, Kyros hat Gesetze, die das Betreten der Altmauern verbieten, aber keine, die Türme betreffenden Gesetze. Daraus könnte geschlossen werden, dass Kyros kein Problem damit hat, wenn der Pöbel mit den Türmen herumspielt, uns aber vor den Altmauern beschützen will. Oder man könnte wie ein Oberherr denken und wissen, dass ein Gesetz gegen etwas bewirkt, dass der Gegenstand umso begehrter wird. Also, ich finde es vielsagend, dass Kyros die Korridore verbietet, die zu den Türmen führen, aber keine Zielscheibe auf die Türme selbst malt. Und als letzter, dennoch nicht unwichtiger Punkt, als junge Schicksalsbinderin musste ich einst einen Fall betreuen, wo ein Mann einen Schrein für Kyros am Fuße eines Turmes im fernen Südosten baute. Ich konnte nichts Unrichtiges oder Verleumderisches dabei erkennen, sein Schrein war das ehrfürchtigste und liebevollste Tribut, das ich je gesehen habe. An einem gewissen Punkt behauptete er jedoch, er hätte Beweise, dass Kyros damals in negativ 50 hier war. Ja? Damals in negativ 50 hier war, das ist ein Schreibfehler sein. Kaum hatte er diese Worte in den Mund genommen, als ihn mein vorgesetzter Schicksalsbinder auch schon an Ort und Stelle mit der Axt niederstreckte. Da ich das neue Mädchen am Gericht war, sagte ich nichts, aber ich habe mich oft gefragt, warum so ein Bemerkung den Tod verdient, anstelle des traditionellen Entfernens der Zunge. Oh. Schicksalsbinder. Okay. Alles klar. Wir fragen mal nach den Edikten. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Gut, dann würde ich sagen, dann waren wir jetzt doch nicht in dieser Folge in Herrn S., aber haben ja einiges Sonstiges erledigt. Sehr gut. In der nächsten Folge schließen wir das jetzt hier hoffentlich ab. Gucken mal, was aus dem Baby geworden ist. Vielleicht frisst der Archont es auch auf. Und dann können wir uns was Neuem widmen. Oder dem, was sich jetzt hier aus dieser Situation ergibt. Wir werden sehen. Main bleiben. Bis dann. Tschüss.